your heartbeat, it's your hands. Don't deny me from this feeling. Hi Markus. Thank you.
Ja, ich weiß. Aber es stört mich nicht wirklich. Das wollte er damals so haben und mir persönlich ist das auch egal. Leider habe ich ja keine Einladung für die Beta bekommen. Ich hatte mich schon gefreut, aber naja. Traurig, traurig. Ja, so klar war das nicht. Aber naja. Nächste Woche werden, also wahrscheinlich wird der nächste reguläre Stream erst wieder am 24. Mai sein. Ich werde nächste Woche mir frei nehmen und vielleicht ein bisschen spontan streamen. Allerdings, ja, die festen Streams erstmal nicht, weil Montag wäre eh Feiertag, da weiß ich gar nicht, welcher ich da zu Hause bin. Mittwoch würde ich auf jeden Fall Fußball gucken, das heißt, wenn, würde ich Dienstag streamen und Donnerstag weiß ich noch nicht. Von daher, ja, werde ich dann auch noch hinterher reinschreiben. Weiß nicht, ob dann Sascha mehr streamt. Doch, habe ich schon gehört. Sowas spiele ich doch nicht. Wusste ich gar nicht, dass es dann rein, dann rauskommt. Ich hatte gelesen, dass es rauskommt, ich wusste nicht wann. Nee, 24. Mai ist Overwatch Release. Darum und montags davor, da muss ich nicht wirklich. Ja. Es wird auch mal ein bisschen gut tun. Ich habe jetzt seit Februar eigentlich jede Woche die drei festen Streams gehabt und die eine Woche oder fast 2 Wochen dazwischen, die sind dann mal ganz gut. Und vielleicht habe ich ja einfach so Bock drauf, dass ich dann eben spontan streame. Ja, kauf dir das mal lieber. Du musst ja nicht unbedingt am 24. dann spielen. Also Sascha hat sich's, glaube ich, gekauft oder wollte sich's noch kaufen. Jetzt los, hallo? Hängt das Spiel? Hallo? Wie komme ich jetzt hier weg? Toll. Naja, und nach Overwatch kommt dann ja auch so langsam dann das mit der Gilde im WoW. Ja, ist schade. Hat mich schon gefreut, aber ja, muss jeder für sich wissen. Ich komme hier nicht mehr weg. Jetzt kann ich Port nehmen. Ja. Oh, das geht gar nicht. Komme ich jetzt hier weg? Ja. Okay. Was auch immer. Merkwürdig. Nun gut.
Ja, hat auch so funktioniert. Also zu deiner Behauptung oder Anmerkung, dass nur keine EU-Spieler eingeladen werden, das stimmt nicht, weil ich jetzt schon weiß, dass einer von Super Games TV auf jeden Fall einen Beta-Key bekommen hat. Stand heute schon auf Facebook. Naja. Wann die genau dazukommen, weiß ich nicht. Allerdings, die Beta-Keys sind wohl auch an EU-Spieler rausgegangen. Aber naja. So, hat wieder irgendjemand bekommen, der nichts macht, der kein Feedback gibt, der einfach nur ein bisschen rum. Einfach nur denkt, er kann schon mal WoW Legion spielen. Naja. Nee, will ich nehmen. Warum? Hallo? Ah. Was ist das denn überhaupt? Ach so, das ist hier meine Stronghold. Hallo. Ist so einfacher was als schreiben. Ja, der Delay ist echt heftig. Okay. Ja, wir werden es sehen. Wie gesagt, ich habe alles probiert, was ich probieren kann. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Man hatte zwar gehofft, aber. Nee, ich habe ja direkt eine Mail geschrieben. Ja, ins Forum werde ich da wahrscheinlich nie schreiben. Ich habe noch nie was ins offizielle Blizzard Forum geschrieben, außer ins ja, Serverforum. Aber das war ja damals eher wegen Gildensuche und so weiter und nicht wegen irgendwas anderem. So, was mache ich denn jetzt in der Zeit, wo ich auf die warte? Am besten hier schon mal ein bisschen kämpfen. Ja, jetzt müsst ihr in die Gebäude gehen. Ich glaube, dass es um 23 Uhr, dass es nicht sofort klappt. Also mich würde nicht wundern, wenn da irgendwie die Server heute Probleme haben. Meinst du eine Beta? Ja. Ist ja weltweit. Die Uhrzeit. Ist ja nicht gestaffelt oder so. Ist das nicht so, dass man Beta unbedingt um Release-Tag um 23 Uhr spielen muss? Ich glaube nicht, dass sich da irgendwer großartig freigenommen hat. Nee, aber in USA ist es, was ist das? 2 Uhr mittags. Da. Also es muss in. Im Osten. Ich glaube nicht, dass so viele Keys rausgegangen sind, dass so viele Im Westen Probleme meine geben ich. wird. Ich weiß es nicht. Das ist ja jetzt kein Stresstest. Ja, es soll aber schon so in die Richtung gehen, so langsam. Wir werden es sehen. Ich werde bestimmt heute dabei, wenn ihr mal reingucken, wobei der, glaube ich, Hearthstone spielt. Hier rausgelaufen. Ich denke, sollte hier rein und nicht. Und wie hoch hast du jetzt die Greater Rifts gespielt? Ich bin immer bei 50 so. Ich habe nicht wirklich gespielt. Achso. Ja, ich bin mal gespannt, wenn die anderen kommen.
Keine Ahnung. Aber bis dahin jetzt was anderes zu spielen lohnt sich auch nicht. Ich habe jetzt fast alle Mitschnitte der letzten Wochen auf YouTube hochgeladen. Auch die Diablo, der 12-Stunden-Stream ist jetzt auch, glaube ich, komplett 15. oben. Ja. Aber das zweite Video in der Playlist ist gelöscht. Nee, das wird noch hochgeladen, darum. Achso, wir standen dort gelöscht. Ja, das ist normal, wenn der noch hochlädt. Und dann ist es sowieso so, wenn es hochgeladen ist, ist es ja nicht direkt in 27p, sondern in sehr schlechter Quali. Da muss man einfach ein bisschen abwarten. Ich finde es lustig, wie du glaubst, dass 27p eine gute Quali ist. Nee, aber es ist die Streamqualität und da kann ich schlecht was machen. Ich nehme extra nicht in 1080 auf, weil das viele Leute vom Internet irgendwie nicht können. Für Videos ist das nicht gut, aber wenn das Stream-Mitschnitte sind, dann muss ich halt die Qualität nehmen vom Stream. Ja, für den Stream ist ja auch nicht so gut oder so. Ja, aber es gab halt bei vielen immer das Problem, dass sie ein Problem damit hatten. Da habe ich gesagt, ja gut, dann streame ich halt in 27p und Sascha macht das auch nicht anders. Ich könnte halt 60 Frames nehmen, aber da siehst du auch nicht wirklich einen Unterschied. Ja, der lädt scheinbar immer noch. Vielleicht ist auch irgendwie ein Fehler oder so. Aber wird man sehen. Eigentlich, sonst hat's geklappt. Interessanterweise hat der auch nur Diablo 3 hier in der Liste und nicht Diablo 3 Reaper of Souls. Finde ich auch sehr merkwürdig, aber nun gut. Was glaubst du eigentlich, was auf der BlizzCon vorgestellt wird? Das Diablo Addon oder Diablo 4? Glaubst du? Ich glaube nicht. Sie müssen was zu Diablo ankündigen. Die können das Spiel einfach nicht nur durch Patches weiterführen. Das geht nicht. Und sonst haben sie nichts Großes. Und ich glaube ja, dass das mit den Pristine-Servers dann kommt. Also genauer vorgestellt wird. Oder irgendwie so in die Richtung halt. Sonst wüsste ich nicht was. Freust du dich eigentlich auf den WoW-Film, also hier Warcraft-Film? Nein. Heute hat man 3 Minuten daraus gesehen, sah schon nicht schlecht aus. Also. Ich habe gehört, das soll nicht sonderlich gut sein. Ja, ich glaube eher das Problem ist, wenn man die Story so nicht kennt oder die Lore, dann ist es glaube ich schwierig, das alles so nachvollziehen zu können, die ganzen Naja, Charaktere. sie haben sich nicht wirklich an die Lore gehalten, also was nicht sonderlich toll. Okay, das wusste ich nicht. Ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino angucke. Ja, komisch, dass der so lange braucht zum Hochladen. Ja, muss mal abwarten. Notfalls muss ich nochmal hochladen. Merkwürdig. Ich habe festgestellt, dass fast all mein Gear am unteren Ende des Roll-Spektrums geholt hat. Echt? Ja. Wenn ich Tja. den Build so zusammenstelle mit denselben Items und 100% Roll, habe ich doppelt so viel Sheet-DPS. Okay. Ach, der Planet war das. Oh, den habe ich noch nie gemacht. Oh Gott. Der zieht sich vor allem so ewig. Das war, glaube ich, auch hier zum Release das Gebiet, wo ich echt keinen Bock mehr auf das Spiel hatte, weil ich die Quests einfach so todlangweilig fand. Also abseits von der Story.
Du weißt ja, damals hatten wir noch eine Gilde, weißt du das noch, als das Spiel rauskam? Da haben wir auch irgendwie dann ja geraidet und kurz Zeit davor haben wir noch ein bisschen gespielt, das weiß ich noch. Ja, genau. Sonst weiß ich gar nicht mehr, wer da sonst noch dabei war. Ich glaube Marco. Was läuft eigentlich Mucke jetzt schon für Rifts? Hast du mal geguckt? Ist der schon im 90er Bereich angekommen? Okay. Du kannst ja auch die. Wenn du ja Rechtsklick auf dein Porträt machst, dann siehst du ja die Liste. Dann steht da irgendwie View. Rankings oder irgendwie so. Oder Leaderboards. Ja, aber da kannst du einstellen irgendwie, dass nur die deine Freundesliste oder so dann angezeigt werden soll. Marco war gestern ja irgendwie Platz 107 in Europa mit dem Monk. Ja, nicht schlecht. Ich würde gerne Uncharted 4 spielen, aber geht ja leider nicht. Wirklich. Das Spiel sieht hammer aus. Ich hoffe immer, dass Hesinova das streamt, wollte ich ihn nochmal fragen. Das wäre auf jeden Fall cool. Kennst du Ko Carnage, den Streamer, Amerikaner? Der streamt das im Moment und also ich finde, das sieht einfach genial aus, das Spiel. Ist halt in vielen Dingen so wie das jetzige Tomb Raider. Beziehungsweise das jetzige Tomb Raider hat sich daran irgendwie orientiert, finde ich. Aber für die nächsten Monate habe ich kein Spiel, wo ich mich wirklich drauf freue, außer halt Overwatch und das WoW Addon. Worauf freust du dich? Gibt es nicht schon Und Leute, die das vielleicht. spielen können? Nein.
Also manchmal so ist es die Streamer ja irgendwie schon vorher das schon spielen können, auch schon streamen können. Nein, aber die Developer streamen die ganze Zeit. Okay. Streamen die ganze Zeit Let's Play. Was ist denn hier mit dem neuen DSX-Teil? Du hast doch bestimmt die alten Teile gespielt, oder? Ich glaube, das war so das einzige Spiel, was ich mir eben noch auf die Liste geschrieben hatte, Anfang des Jahres. Wirst du denn das Witcher-Addon spielen, ja, oder? Blood and Wine? Wenn ich Zeit habe. Ich denke mal, das wird bestimmt ziemlich umfangreich werden. Schließlich ist es ja wohl dann auch das Ende. Worauf ich mich auch noch freuen würde, ist Mount & Blade Bannerlords. Ja, Mount & Blade habe ich auch gehört. Bei Amazing Nerds, die reden oft davon. Es dauert, glaube ich, noch, bis es kommt. Ja, und Kingdom Come Deliverance. Ja, habe ich auch gehört. Und was ist hier mit diesem, oh, wie heißt das jetzt wieder? Dieses, wo es ja auch um diese Universen geht, also wo du ja auf diese Planeten sollst und also noch größeren Umfang als hier Elite Dangerous. Nee, das nicht. Das heißt anders. Ich weiß nicht, ob es auch für PC gibt oder ob das nur PlayStation war. Da freuen sich ja extrem viele drauf, weil man da wohl sehr viel Freiheiten haben wird, also sehr viel Sandbox. Keine Ahnung, ich spiele mal. Ich google's mal kurz. Sicher, dass du nicht Star Citizen meinst. Nein, nein, auf keinen Fall. Heißt No Man's Sky, das meine ich. Keine Ahnung, habe ich mir überhaupt nicht angeschaut. Ja, Star Citizen, das ist ja kein Spiel, das ist ja irgendwie mehr als das. Das wird ja auch nie fertig werden. Also so richtig. Hast du da einen Zugang? Auch nicht wirklich mein Spielgenre. Ich finde die Idee halt super interessant, was der alles vorhat, aber. Ich finde es mehr von der Technikperspektive her interessant. Wir wissen, ob er schafft, das, was er vorhat, umzusetzen. Ja, genau, da bin ich mir auch sehr. Engine-Limitierungen. Ich glaube. Vieles ist einfach auch viel Wunschdenken. Ich glaube, einiges wird er nicht hinbekommen. Ich meine, er hat ja ein Team von 300 Leuten und so, weltweit, aber für so ein Projekt weiß er nicht. 100 Millionen haben sie ja, glaube ich, eingenommen, oder? Also über Donations oder Spenden halt. Aber selbst das ist eigentlich für das Spiel schon fast zu wenig. Muss sagen, durchs Grind macht man in dem Spiel überhaupt keine XP. Das ist irgendwie krass. Ja, fällt mir gerade auf. Echt? Okay, wir haben bis jetzt nur einen gemacht. Mittlerweile machst du allgemein viel zu viel XP.
so, dass du quasi in der Story viel zu weit bist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber da ich eh nur bis Stufe 50 spielen kann, von daher. Was ist bis Stufe 50? Nein, ich kann nur maximal bis Stufe 50 spielen. Wieso? Wegen Free to Play. Hat Kartell mittlerweile auch Free to Play, oder? Nee. Wirklich? Nee, nee, gar nichts. Nur das Standardspiel halt, die Classic-Version. Ja. Die hätten einfach ein Buy-to-Play-System daraus machen sollen. Das wäre am sinnvollsten gewesen, finde ich. Keine Ahnung, bezahlst irgendwie 35 Euro für alle Add-ons und ohne monatliche Gebühren und fertig. Rest dann irgendwie über den In-Game-Shop halt. Ja, und wie machen sie dann Geld? Über den In-Game-Shop vor allem. Da geben die Leute sehr viel Geld für aus. Ja, aber du kannst ja das jetzt auch zu. Ja, aber dann. Du hast immer wieder monatliche Gebühren, oder? Wenn das ja Premium ist? Nein. Du kaufst dir die Addons. Hallo Sascha. Okay. Die Addons. Für wie viel? Ich weiß nicht. Ich musste mir das ja damals nicht kaufen, weil ich die Free-to-Play gespielt bin. Ja. Also Sascha, ich mach bis 24. Mai mit den festen Streamzeiten Pause. Das heißt, du kannst dann gerne mehr streamen, wenn du Zeit und Lust hast. Ich werde spontan wahrscheinlich ein bisschen Diablo oder so streamen oder irgendwas, was mir gefällt. Wahrscheinlich Diablo am meisten. Und ab 24. geht's dann halt wieder normal weiter, dann kommt ja auch Overwatch, dann hab ich auch Content. Es sei denn, ich bekomme halt irgendwie die Tage dann noch ein Beta-Key für die WoW Legion, dann wird sich das natürlich alles noch komplett ändern. Weil ich seit Februar jetzt jede Woche mindestens 12 Stunden gestreamt habe und einfach mal die nächsten paar Tage einfach mal das erstmal nicht haben will. Außerdem würde ich Mittwoch eh nicht Zeit haben wegen Fußball. Montag ist eigentlich Feiertag und Donnerstag war auch irgendwas. Von daher passt es dann ganz gut. Aber wie gesagt, es kann ja sein, gerade bei Diablo, wenn ich da Bock drauf habe, dass dann ich dann öfter streame, aber wie gesagt, eben keine festen Zeiten. Ja. Darum geht's vor allem, man. Hatte ich aber, glaube ich, gestern schon gesagt, da hattest du, glaube ich, auch drauf reagiert, ich weiß gar nicht mehr. Hast du jetzt eigentlich Overwatch gekauft oder noch nicht?
Es ist echt krass, wie wenig XP man durch die Mobs hier bekommt. Gesagt, es ist kein Grind-MMO. Ja, klar, aber es ist trotzdem irgendwie heftig. In WoW hättest du da mehr bekommen. Würdest du eigentlich diese Pristine-Variante spielen wollen? Weiß nicht. Echt nicht. Und da gibt es keinen LFG. Ja, darum. Das ist ja das, was viele Also. wollen. Ja. Ja, das. Die stellen sich dann lieber Also, ich. eine Stunde nach Ogrimma rein. Ich bin nach vor der Meinung. I think you do. Ja, genau. Aber dass es zum Beispiel schwieriger im Low-Level-Bereich sein soll, ja, warum nicht? Ich meine, stört mich erst nicht. Und man kann es ja schon härter haben, wenn du halt keine Heirlooms benutzt, dann ist es ja auch alles ein bisschen härter. Aber das kannst du ja jetzt schon haben, von daher. Ja, aber auch ohne Erlums ist momentan Ja, Level natürlich ist es 7. einfach, natürlich. Das sagt ja keiner. Das ist klar. Aber ich meine, Kungen hat ja gezeigt, dass wenn man es möchte, kann man sich das Spielen härter machen. Auch schon während des Low-Level-Contents. Ja, du kannst zum Beispiel Talente einfach weglassen. Hört sich sinnlos an, aber dann ist es auf jeden Fall ein bisschen härter. Ob es Spaß macht, ist was anderes, aber. Aber sie haben ja von Hotfix gesprochen, von daher bin ich mal gespannt, wann das dann kommt. Ich glaube schon, dass man sowas erstmal irgendwie üben müsste, also dass man zumindest mal ein PTR so dafür benötigen müsste. Ich weiß nicht, das, was die mit Pristine Server vorhaben, ist ja nicht so schwierig hier umzusetzen. Ja, aber ich glaube, dass irgendwas müsste dann noch zusätzlich dazu kommen. Alleine. Ja, muss mal gucken. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wann die anderen kämen, dann könnte ich die Quest ja schon mal machen, aber so. Werd mal Carsten schreiben. Ach. Oh, ich habe gerade die Meldung bekommen. Das Finale von Germany's Next Topmodel läuft. Oh mein Gott, nicht einschalten. Warum bekommst du so eine Meldung? Das ist, glaube ich, die App von ProSieben, Sat1 und irgendwas anderes. Tja, dann ist die Frage, wieso hast du die App von ProSieben Weil ich da Sat1? oft mal einfach irgendwelche Sendungen geguckt habe, die ich vorher eben nicht mitbekommen habe. Die ist eigentlich auch ganz gut. Ich habe Kein mir gutes Fernsehen. heute noch die neueste Ausgabe von Rocket Beans TV, also die hier Kino Plus Spezial über Game of Thrones. Habe ich mir angehört, habe ich jetzt bis jetzt zu jeder Folge gemacht, weil ich die eigentlich ganz gut finde, die das so erläutern. Die haben zwar oft nicht so komplett die Ahnung, zumindest sagen das die Leute bei YouTube. Die regen sich immer darüber auf, dass sie so wenig Ahnung haben und in Büchern wäre es ja komplett anders. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Interessante, vor allem die haben sich irgendwie ein bisschen über die letzte Folge aufgeregt, das ist teilweise so
so albern wurde, gerade das mit diesem Furz da, wenn du die Stelle kennst. Ja. Also, ja, ich fand es jetzt auch nicht so schlecht. Und da haben sie sich darüber aufgeregt, oder nee, anders. Sie haben darüber gesprochen, dass viele im Forum oder in den Foren sich über die Szene da am Turm aufregen. Ja, das wäre ja gar nicht so gewesen, weil in den Büchern, da wären das ja 7 gegen 3 Leute und hier waren es 6 gegen 2. Und da denke ich mir jedes Mal, ja, ich kenne die Bücher nicht, von daher kann ich da wenig zu sagen. Allerdings fand ich das an sich eigentlich ganz gut gelöst. Was mich nur gestört hat, war irgendwie, dass so gar nicht so ein richtiger Hinweis war, was das jetzt eigentlich für eine Szene war, weil das war ja eine sehr, sehr wichtige Szene, ja. Also ich hatte schon verstanden, weil man ja auch in der Serie immer wieder ein bisschen darüber gehört hat, da über die, wie hieß die Schwester, Lissa, Lissia? Weiß es gar nicht mehr genau, wie die heißt. Auf jeden Fall war es schon eine wichtige Szene und ja. Du siehst einfach nur Leute, die an so einem Turm kämpfen. Und, ja. Aber er hat dann am Ende, hat Schröck gesagt, so die letzten 2 Minuten irgendwie, ja, aber Leute, wartet ab, die nächste Folge, da kommt was Großes. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich weiß auch nicht, woher er das weiß, ob das nur Fan-Theory ist, keine Ahnung. Ah, ich mache jetzt einfach schon mal die Quest. Das ist ja dieses Grind, das bringt hier gar nichts. Ich würde ja am liebsten spoilern, aber hinterher heißt wieder, ja, da hat jemand gespoilert, jetzt kann ich mir das nicht mehr angucken. Ja. Ah, nee, also wenn das so frisch ist, dann nicht. Ich wollte ja immer einen Spoilertext damals zu dem Star Wars Film, Star Wars 7, ja, schreiben. Und wollte ja bis Ende Februar warten und am Ende habe ich es dann gar nicht gemacht, weil ich es irgendwie vergessen habe. Ja. Ah, nee, also wenn das so frisch ist, dann nicht. Ich wollte ja immer einen Spoilertext damals zu dem Star Wars Film, Star Wars 7, ja, schreiben. Und wollte ja bis Ende Februar warten und am Ende habe ich es dann gar nicht gemacht, weil ich es irgendwie vergessen habe. Ja, jetzt ist nicht mehr spannend. Hat eh jeder gespoilert im Internet. Ja, das Schlimme ist, wenn du die Folgen noch nicht gesehen hast und du bist dann auf Twitter unterwegs, ganz gefährlich. Gerade auch so Leute, die so gar nichts mit dem Thema zu tun haben, auf einmal kommt da einfach so ein Tweet, wo du denkst, hast du es von Mario Götze mitbekommen, von dem Fußballspieler, der das mit Jon Snow gespoilert hat? Das fand ich ja irgendwie so. Ja, es ging, glaube ich, um ein ganz anderes Thema. Er hat irgendwie, glaube ich, so ein Bild gepostet und irgendwie drunter geschrieben, irgendwie, er kommt zurück oder so ungefähr. Und ja, das fand Andi so gar nicht lustig. Ja. Ah gut, dann darfst du halt den Computer nicht anmachen, wenn du. Weil selbst bei Spiegel Online oder so steht da was, also. Gibt's Addons dafür, die dir das gespoilert werden? Ja, ich weiß, theoretisch. Ist das ein Echtzeitstrategiespiel, das Total War? Oder Taktik? Wirklich noch kein einziges Total War gespielt. Nee. Es gibt halt eine Weltkarte, da ist rundenbasiert. Und die Schlachten sind Echtzeit. Achso, okay. Also, ich habe da mal Streams von gesehen, aber. Ist schon lange her. Oh, ich habe Handschuhe bekommen, die besser sind als meine, der Wahnsinn. Okay, so, was soll ich jetzt genau machen hier? Ah, okay. Tja, Carsten hat nicht zurückgeschrieben.
Ah, da ist er gerade ins Stream gekommen. Sehr gut. Das heißt, er wird jeden Moment erscheinen. Weil dann ist die Quest nochmal, ich hab schon wieder alles vergessen. Destroy Residence Generators. Okay, sonst steht da nichts. Hallo Carsten. Hattest du eigentlich was geschrieben oder bist du einfach nur so erschienen? Okay, warte. Ah ja, jetzt ist. Ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, wann ihr kommt. Ich habe erst ein bisschen gegrindet, habe gemerkt, das bringt halt gar nichts. Und ja, jetzt habe ich angefangen, hier die eine Quest zu machen, habe aber noch fast noch nichts gemacht, von daher. Ich denke mal, Paul wird auch gleich erscheinen. Ja, ich bin sowieso nur bis circa 23 Uhr. Okay. Ja, ich muss ja jetzt wieder früh aufstehen. Aber so ist es. Kriegst du denn jetzt diese Generatoren hier eigentlich kaputt? Im Zweifel kriegst du die blaue Schaltfläche an, die da irgendwo dran ist. Achso, okay, dann war sie nur gerade nicht da. Ja, genau, das war das. Ich habe schon zu Markus gesagt, diesen Planeten damals, als das Spiel rauskam, der hat mich dazu verleitet, irgendwie das Spiel dann nicht mehr zu spielen, oder zumindest keinen. Nicht mehr wirklich Bock auf das Spiel zu haben. Ja, weil ich den einfach überhaupt nicht. Fand den noch nie gut. Auf, Ich finde Nascha da viel schlimmer. auf Republik-Seite fand ich den besser. Na schon, da fand ich eigentlich immer okay. Also, ja, es gibt so ein paar blöde Situationen, aber im Großen und Ganzen. Ihr vergesst alle Tages. Es war nur mal Stimmt. Zares. Gar nicht Das mehr. mit der Ratsumfrage. Ah ja, okay. Ja, das stimmt, das war auch so. Ja. Oh, was ist denn da gedroppt? Was Liedern ist? Was habe ich da bekommen? Lilas kannst du es eh nicht anlegen. Ist für mein Cumwells Reaction bla. Damit kann ich den Einfluss bei dem Typen da erhöhen. Aber mir fällt gerade auf, ich wollte auch den Roboter mitnehmen und der ganze Zeit läuft das komische Viech hier mit, das erinnere ich jetzt erstmal. Der hat es nämlich nicht verdient, den mag ich nämlich nicht. Fleischsack. Der hat mich so beleidigt. Das macht man nur einmal. Wirklich? Also, ich bin noch immer hier. Zumindest wenn man Companion in Star Wars ist. Wieso kann ich den einen jetzt nicht beschwören? Hallo? Wieso kann ich den jetzt hier nicht wechseln?
Ah, warte mal. Das Ding? Okay. Summon Companion. Ah, jetzt. So, jetzt habe ich den Roboter, jetzt ist alles gut. Ah ja, das war ein Power Core, den brauchte ich. Okay, so, wo bist du? In der Stadt, oder? Ich sehe dich nicht in der Stadt, wo bist du denn da? Oder bist du noch im Spaceport? Ich bin noch im Spaceport. Ah, okay. Ja, warte ich am besten jetzt hier auf dich, weil bringt ja, nee, sonst nichts. Kannst ruhig weiterlaufen, ich hole dich schon ein. Mios. Ich soll aber auch in die Stadt nochmal zurück wegen der Quest. Mach ich das erstmal. Hast du die Heldenmission hier schon angenommen? Ich habe eine. Comrades in Arms. Okay, Droid Motivate, Ingdroiden. Ja. Moment, Quatsch, das war an der Stelle, aber ich sie gerade getan und ich brauch. Ja, genau. Jetzt einmal gelöscht. Ich teile mal alles. Ja, von mir aus. So, ich soll da reinlaufen, okay. Sehr schön, dann hast du mich ja fast ein. Hast du nicht fast bei 600? Ja, ich bin bei 600, aber das geht trotzdem schnell. Du musst halt nur ein paar. Wenn du alleine hinbekommst, ein paar 60er Rifts zu laufen, zum Beispiel, dann kriegst du schon wirklich viel XP. Ich bin gerade bei 51. Ja. Ah, da bist du ja schon, okay. Du hast die Quest hier auch, ja? Ich hab hier gar keine Quest mehr, weil ich hab jetzt hier nur noch die Nashadal-Dinger, weil ich ja hier schon durch bin. Ah, du bist schon Stufe. Hast du gestern noch weitergespielt? Nee, ein neuer Charakter. Ja, gut, bei deinen ganzen Charakteren, da weiß man eh nicht, was ist. Okay, ich soll jetzt hier wieder raus. Wie viele Charaktere hast du denn jetzt? Wow. Warte mal, kann ich das selbst sehen? Drei. 42, 65, 34. Okay.
Und wieso genau spielst du den Max-Level-Char nicht weiter? Geht da die Story nicht weiter, oder? Achso, ja. Okay, da vorne. Ich habe mal Return to Intelligence. Achso, das soll ich da abgeben. Hast du das gestern mitbekommen mit der Gildenbank? Nee, oder? Als Free-to-Play-Spieler kann man noch nicht mal die Gildenbank nicht mal benutzen. Also, ich würde es ja verstehen, wenn man keine Sachen rausnehmen darf und so, aber ich kann da nicht mal was einzahlen. Ich muss da Premium-Mitglied für sein. Kranker Scheiß. Ja, handeln darf ich mit dir ja auch nicht. Zuschicken darf ich dir auch nichts. Warte mal. Zuschicken müsste aber eigentlich gehen, weil per Post. Ja, aber letztes Mal stand da auch irgendwie, wird nicht gehen. Ich weiß es nicht. Wo war denn jetzt der Typ hier? Der steht doch hier. Mit der Lampe, oder nicht? Ach, der, okay. Ja, ein bisschen XP, hat jetzt nicht so viel gemacht. So, jetzt habe ich noch den Detektor, da muss ich dann nochmal rein. Folge mir unauffällig. Ha, wieder einen roten Punkt bekommen. Ja. Komme meiner bösen Form immer näher. Ja, bringt's überhaupt jetzt was hier auf dem Planeten zu sein, wenn wir können auch nach Shadar oder nicht? Wir können auch die Heldengeschichten machen. Nee, warte mal, wenn wir jetzt nach Shadar gehen, da ist nicht meine Questline, ne? Meine Klassenquest. Eine davon. Ach doch, eine. Ja, keine Ahnung, du musst entscheiden, mir ist egal. Also, ich glaube. Wir können ja kurz deine Klassenquest hier erledigen und dann spielen wir das nächste Mal auf Nashadar da weiter. Ja, okay. Und machen dann nur noch die Klassenquests und die Elite-Quests, ja? Genau. Das klingt doch nach einer guten Idee. Hört sich nach einem Plan an, richtig strukturiert das Ganze. Crazy stuff. Kenne ich so gar nicht. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich hin muss für meine Klassenquest. Ja, okay, also diesen Power Core, den kann ich ja mitnehmen. Das ist ja direkt hier in der Nähe. Also was hier auf dem Weg liegt, wird man halt mitnehmen, ehrlich gesagt. Das wäre irgendwie sinnlos, wenn nicht. So, den hier. Okay. Okay, den Power Core habe ich. Einen. Ich brauche hier noch einen. Aha, weggeblitzelt. Der Ding auch eingesteckt? Den nehme ich. So, ich glaube, das waren jetzt alle, oder? Ja, das waren alle. Ja.
Okay, so jetzt hier vorne schon rein. Hier. Ist mein Roboter nicht cool? Ich finde klasse. Das was zu packen, das muss ich einsammeln kurz. Der hat so was Nettes an sich irgendwie. Der redet halt nicht viel. Ja, genau, darum. Welchen Roboter eigentlich? Den 2VRB. RGB. Nein, 2VRB. Nee, 2VR8 so. Ja, ich glaube, der ist das. Den bekommst du halt direkt am Anfang, als zweiten Companion. Schiffssklave. Echt der? Wirklich, mit dem läufst du rum? Ja, soll ich mit diesem Kamm Welder rumlaufen? Der Typ ist doch blöd. Nein, das ist mit dem HK rumlaufen. Ich hab doch bis jetzt nur die zwei Companions. Ausreden, alles nur Ausreden. Hahaha. Mehr raus. War das auf Balmorra nicht auch mit der Seuche? Ich meine, das hätte. Du hast da übrigens grünen Scheiß liegen lassen. Was? Wo? Hier. Hab ich da grünen Scheiß liegen? Egal. Wird nichts Wichtiges gewesen sein. So, jetzt haben wir. Und wie heißt überhaupt die Quest? Scientific Inquiry ist das. Ach so. Und Big Guns habe ich auch noch. Achso, da müssen wir. Nee, wir Das wollen ist ja so nur die die. Klassenquest machen. Achso. Ich soll dann wohl zurückkehren, so. Oder wollen wir jetzt mal die Elite-Quest machen, weil das ist ja direkt hier nebenan. Ja. Das ist ein Plan, Da können wir oder? uns ja. Da können wir uns ja einfach porten, können wir uns Ja, da. okay, gut, dann porte ich mich mal kurz zurück in die Stadt. So, wo soll ich jetzt hin? Hier. Secret shall I share with you? Be gone. Major. Is no. Oh, ich habe neue Offhand bekommen. Nice. Ziemlich viel XP für die Quest, ehrlich gesagt. Okay, so und jetzt. Ist das Extraction? Wahrscheinlich, ja. Okay, ich werde mal kurz verkaufen, glaube ich, sonst habe ich gleich wieder keinen Platz. Auch immer jetzt hier wieder ein Händler war.
Bender. Ah, da. Ich muss sagen, ich freue mich am meisten auf Alderaan nächste Zeit und dann Hoth. Das waren die Planeten, die ich am coolsten fand bis jetzt. Die zwei. Das liegt daran, dass du auf den High-Level-Planeten noch nicht so hast. Ja, yeah, ich sag ja, was ich bis jetzt gesehen habe. Oh! Hä? Offhand? Hab ich noch eine Offhand? Okay. Ich habe noch eine Offhand gefunden, sehe ich gerade, die ist sogar noch besser. Aber Sachen gibt's. Crazy shit. Auf jeden Fall. Was ist das? Ein Trophy. Giving to increase. Okay. Nun gut. So viel dazu. Jetzt soll ich wieder da hinten hin. Am besten fliege ich dahin, würde ich sagen. Welche Mission hast du denn jetzt? Extraction. Ich soll Janos Tyrek finden. Er kennt ihn nicht. Kennt ja jeder den nie. Den Kerl. Gut. Von hier aus. Ach, das ist es. Oh, das kenne ich noch. Hallo. Soll ich jetzt hier die Quest annehmen oder nicht, Carsten? Also die normale Quest. Wir haben doch gerade vereinbart, wir machen die Klassenquest und die Heldenquest. Ja, ich dachte, dass wenn das hier halt auf dem Weg liegt. Nee. Na gut. Also dann hier in die Richtung. Keine Ablenkung. So, jetzt soll ich hier was töten. Töte ist immer gut. Ne, erstmal soll ich den Typen finden, dann soll ich was töten, so. Wo ist der jetzt? Ich glaube, das ist der hier in dem Haus. Ah ja, genau. Use Lightning. So, direkt mal. Dem habe ich mir direkt was was angetan. I can... Und wieder schocken. Das ist gut, hier gibt's Punkte. I need you alive. I return. Hallo? 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 Ah, jetzt hört man mich nicht. I need you alive, I return you. Wieder schocken. Ich hab dir schon dreimal geschockt.
Ja, kann man noch nicht. Kann den leider nicht töten. Schade. Ja. Okay, so jetzt soll ich. Achso, Moment, Hologramm. Forget it. Fein. Oh, neue Robe. Nee. Neue Hosen. Die sind natürlich schlechter als meine. Ja, genau. Ich bekomme immer Loot, der schlechter ist als das, was ich habe. Und das ist ja schon eine Sensation. Stück leise. Search for Hieran. Was ist denn der jetzt überhaupt? Ist der das? Quest heißt The Path of Power. Oh, ist doch ganz anders. Oh, Gesundheit. Das ist aus dem Posten Victory, ne? Was? Das ist aus dem Posten Victory, da können wir uns hinporten. Ja, ich nicht, ich hab da Cooldown, aber du kannst es machen, ja. Heldenquest. Heldenquest. Drück mal auf Feuerstern. Achso, du meinst halt da auch die. Ja, ja, okay. Ja, hast recht. Ja, 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 bin unterwegs. Satellite, das Ding, sie. Genau. Whatever. Hero shit halt. Aber wir müssen hier gleich auch wieder raus für die. Ja, müssen wir sowieso. Und dann können wir auf dem Weg einfach deine Quest mit erledigen. Ja, okay. Das ist nämlich der Trick bei der Sache. Na, wie geht's euch, Männers? Ja, ganz gut und selbst. Ja. Wobei ich heute zu Hause halb 8. Kurz nach 7 oder nicht? Bin nach 7. Geht doch. Nee. Guck mal, wie viele Punkte du hast, Markus. Was willst du damit anstellen? Ich hab keine Ahnung. Mehr bekommen. Kannst du dir auch kein Lied wünschen? Tut mir leid. Ich kann mir kein Lied wünschen. Nee. Ist damit ausgestellt. Song Request ist mit ausgestellt, aber nur noch heute. Damit ich den Mitschnitt hochladen kann vom dritten Stream. Ja, beschwer dich bei YouTube. Beziehungsweise als Österreich hat man wahrscheinlich eh da kein Problem mit. Ja, darum, ja. Ich beschwere mich lieber, dass hier Deutschland so hinter. Hast du das eigentlich gestern mitbekommen, was ich zu Syrien gesagt habe? Die Geschichte mit dem Discord? Nein. Das ist gut. Wieso? Nee. Es ging irgendwie darum, dass ich meinte, irgendwie, Syrien soll hier mitspielen. Und er kann auch gerne ins Discord kommen. Da habe ich auch gesagt, ja, aber er will ja nicht ins Discord kommen, weil er ist ja Österreicher. Das fand er aber lustig. Natürlich. Aber dafür habe ich heute in seinen Stream reingeguckt. Er hat hier dieses Tree of Savior gespielt. Ja, das Spiel sieht nicht so interessant aus. Ehrlich gesagt. Es war free to play, aber. Ja, ist so eine Art Diablo, aber er hat mich sehr an Devillian erinnert in vielen Dingen. Hat so ein Hack'n'Slay mit Open World Elementen. Wie in Devillian. So, hier einfach weiter. Aber wir lassen die nochmal sterben. Ach ja, stimmt, du bist ja jetzt gar nicht als Tank dabei, Carsten. Ich wundere mich die ganze Zeit.
Blaues bekommen. Sag mal, Carsten, hast du auch diese ewig lange Story-Quest da machen müssen? Welche jetzt? Die für den... Naja, mit 65 da. Oder mit 60, Alter, das ist echt übel, ey. Geht ewig lang. Er hat die, glaube ich, noch gar nicht gespielt, oder? Du wolltest auch mal was sagen? Ja. Dann sag mal was. Dann bitte nicht singen, hinterher wird das auf YouTube dann gelöscht, weil GEMA. Das wäre lustig. Er hat mich da jetzt veräppelt. Dazu bin natürlich. Niemals. Was schützt? Er hat mich da jetzt veräppelt. Tobi. Carsten war's. Ich hab's genau gehört. Nee, Carsten war's, sagt Tobi. Ja, genau. Ich hab hier einen Elite-Gegner, guck mal. Warum kannst du ihn jetzt nicht einfach tanken, Carsten? Das wird das irgendwie einfacher machen. So, machst du doch auch gut. Alles. Boah, der leckt das heute. Was ist denn da los, ey? Und nur bei dir. Carsten, mir ist alles gut. Muss man auch im Stadtverkehr nur Sprit sparen kann. Oh, was hab ich denn da bekommen? Geht? Lichtschwert des Boshaften geht. Längere Zeit. Ich glaube, davon habe ich schon eins. Ach du, ja, war ja klar. Ich wollte schon sagen, als ob ich so ein Loot bekomme. Moment, Schatz. Spielst du jetzt eigentlich Ranged AD oder was spielst du da? Sieht so aus. Okay. So, wir sind hier fertig, wir können hier weg. Ja. Ja, wir müssen jetzt raus und darum randalieren. Ja, da ist dann, glaube ich, auch meine. Ja. Meine Class ja. Quest. Ja. Geht hier ganz in der Nähe, deswegen habe ich es ja vorgeschlagen, dass wir hier und so. Ja, du bist schon einer, du denkst mit, ey. Das finde ich gut. Wenigstens einer. Tja. Ich wäre da hingelaufen. Hingeflogen wahrscheinlich, ja. Ja, stimmt, also hingeflogen zumindest, weil ich ja die Flugroute her. Stimmt. Wir können ja gleich nochmal gucken, ob der Typ da oben noch was Nettes für dich droppt. Moment, ich muss hier nochmal. Moment, stopp. Muss ich hier nach oben rein? Ich glaube, ich muss ja. Hier nach oben. Naja. Ja, musst du auch. Vielleicht hat der Typ hier oben noch was Hübsches Grünes für dich. Hoffen mal was. Ja, der hat was Grünes, aber. Ja, für ein Companion. Nee, ich hab's jetzt benutzt. Ist ja ungewöhnlich, wie konnte das dann passieren? Ja, so viel bekommt man davon auch nicht. Und ich habe jetzt keine Crisis-Probleme mehr. Ich habe schon 110.000. Kann ja eh nur 200.000 haben, von daher. Ist das ja schon Vermögen. Dann dachte ich mir, kann ich dem Companion mal was Gutes tun? Ja. Okay, so. Ist da vorne? Firestar ist da vorne. Wieso? Okay. Müssen wir die alle machen? Nee, die waren nur gerade da, weil ich falsch gelaufen bin. Okay. Gibt's ja jede Menge Kisten. Sascha, hast du schon geguckt, ob du einen Beta-Key bekommen hast? Nee, ich hab keinen gekriegt. Ich hab schon geguckt. Ich auch nicht. Ich bin total nicht, sauer. Das ist bei denen random, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Ist eigentlich schade, ich bin schon seit 11 Jahren, weißt du? Ich hab noch nie einen Beta-Key bekommen und ja.
Ja, ich habe von Hearthstone mal einen bekommen, das war so 3 Wochen vor Release, so ungefähr, oder vor Open Beta. Wahnsinn. Ja, fand ich auch. Und dann habe ich mich einmal bei Whitestar damals angemeldet, ja, und ich habe sofort einen bekommen, sogar für die Stresstests damals, also noch vor der eigentlichen Closed Beta. Ja. So, jetzt hier hoch oder wo, oder was machen wir Ja, jetzt wir als müssen von erstes? deiner Klassenquest müssen wir hier oben rein. Ja, dann machen wir das Und erstmal. dann drücken. Aber hier unten haben hier unten glaube ich immer noch was, ne? Ja. Meine Theorie ist ja, dass um 23 Uhr erstmal die Server kaputt sind. Also zumindest, dass die Login-Server irgendwie Probleme haben bei der Beta. Von was? In der Beta ist ja Von der Season weltweiter Loss oder was? Release. Die Beta startet um 23 Uhr, ja. Unserer Zeit. 2 p.m. PST. Also 2 Uhr mittags in Kalifornien. So, jetzt hier rein. Ich frage mich, wann der Prepage auf die Testserver kommt, ey. Ich glaube gar nicht. Gar nicht? Weil die das alles schon in der Beta testen. Also das Pre-Event ist schon getestet worden auf der Beta. Also, das werden sie jetzt mit der Beta nochmal testen. Also es wurde schon in der Alpha getestet, aber jetzt in der Beta halt nochmal. Ich glaube nicht, dass sie da einen großen PTR rausmachen. Vielleicht schon, aber. Ciao. Ich hatte ja gedacht, ich hatte ja zu dir gesagt, dass ich glaube, dass der Prepatch schon Ende Juni oder so kommt. Aber ja. Da müsste der ja schon fast jetzt zum PTA, weil der läuft ja meistens so 4 bis 6 Wochen. Und gerade die ganzen Klassenänderungen, das müsste eigentlich schon länger laufen. Ah, alles Snoopy. So, welche Richtung müssen wir jetzt? Also, wir müssen noch 3 von den Typen töten, aber gut, das machen wir eh die ganze Zeit. Und jetzt, ja, hierhin. Zu meiner Frau ran ins Ding gekommen, oder ins Bridge-Chat. Ah, okay. Ja, aber es bricht immer zusammen. Das hängt sich immer wieder auf, ne? Ja, unser Internet spackt gerade ein bisschen rum. Meinst du, mein Schon Spiel leckt wieder? hier auch? Mein Okay. Spiel leckt auch. Ey. Hattest du das nicht erst vor ein paar Tagen irgendwie? Ich hatte das schon mal, ja, aber ich weiß auch nicht. Das momentan liegt es aber nicht an mir, ey. Ja, liegt wahrscheinlich an deinem Anbieter. Ich muss gleich mal gucken, vielleicht muss ich auch den Router einmal neu starten Das liegt am Internetentwicklungsland Deutschland. Das war so klar, Markus, dass es kommt. Also Marco hat eine 200 Mbit-Leitung, also wenn da meinst, der ist im Entwicklungsland, dann weiß es nicht. Ich starte mal den Router neu, ja. Bis gleich. Jo. Ja, aber 200 Mbit Vectoring von der Telekom. Warte mal, der Typ war jetzt. Den soll ich nicht befreien, oder? Im Zweifel bringen wir ihn um. Tell me about the Holocron. Let's make a deal. Ah ja, rot, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir ihn töten. Der hat ja lange durchgehalten, muss man sagen. Du hast ja einen epischen Damage-Dealer dabei. Ja, mich stimmt. Es ist halt pay to win, dass du so viel mehr Schaden machst, nur weil du Premium-Mitglied bist. Er ja, ist Ich doch. höre mir dann so rein. Natürlich zu. Es ist doch Pay to Win. Ist überhaupt. Wo ist es denn Pay to Win? Ist ja nicht PvP, was du da machst. Ja, trotzdem ist unfair. Also, wenn ich wenigstens Ausrüstung bekommen würde, die besser wäre als das, was ich trage, aber ich bekomme ja sogar noch schlechte Ausrüstung durch die Quests. Ein großes Mimimi, bitte. Leid für den kleinen Zombie. Retrieve the Sys Weapon. Wo ist das denn jetzt hier? Ich glaube, wir müssen weiter nach oben, oder? Ich glaube ja. Das sieht zumindest so aus.
Na ja, gut, machen wir erstmal das da unten. Die Waffe ist draußen. Die ist draußen. Okay. Aber mit dem hast du schon recht, weil wir müssen hier hoch. Ja, dann kommst du dann zurück, ja? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob du den Ding sie da auf da hinten kriegst. Hast du den gekriegt, den Kontrollturm? Nein, hast du nicht. Nee, dass ich den scannen soll, nicht, nee. Musst du zu mir kommen. Okay. Du bist jetzt ganz runtergesprungen, oder was? Nee, ich bin immer noch auf der gleichen Ebene, also die oberste Ebene von dem Krater und so. In der Ecke halt. Okay. Ich versuche mal daran vorbeizufahren, vielleicht klappt's. Ja, gib einfach Gas und fahr da einfach durch, das sollte klappen. Mehr Speed und so. Ach, und da jetzt hoch? Okay. Okay, okay. Oh. Oh. Ah, sie sehen mich nicht sehr gut. Perfekt. Perfekt. Ich hab dir ein Leichensignal geschickt. Falsche Seite. Hier ist das Ding. Ich hatte ja aber irgendwas. Ich sollte irgendwas machen. Ach so. Weiß nicht was, aber. Gut. So, jetzt wieder nach oben, ja. Ja. Ja, Access the Control Tower müssen wir jetzt noch machen und dann kommen wir meine Klassenquest. Genau. Da weiß ich nämlich auch, wo das Ding rumliegt. Okay. Ja, wir töten die kurz. Geht schneller, als wenn man da jetzt groß wegläuft. Wie ich den da hinten angeschossen hab. Wie in DOW. Großartig. In DOW habe ich auch teilweise ziemlich coole Pulse so in Dungeons hinbekommen. Durch ein Pyro. So nach dem Motto, oh, mein Pyro ist frei. Und Carsten, nee, wer war das? Irgendein anderer irgendwie so, ja, aber wir müssen den jetzt nicht pullen, dann soll schon passieren. Das werde ich irgendwie vermissen in Legion. Ich müsste eigentlich wieder Magier spielen. Aber. Aber? Hast du dich schon entschieden? Nee, ich wollte das ja eigentlich in der Beta austesten. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn ein Affli so ist wie jetzt, würde ich eher zum Affli tendieren, ehrlich gesagt. Level 30, noch 20 Level. Okay, wo wollen wir. Ja, machen wir jetzt erstmal jetzt hier die Quest Recover. Tell. Ne, wie heißt der? Tycorns Gift, okay? Gift of the Exiles, oder hast du das nicht? Nö. Okay, dann lassen wir das. Dann jetzt zu meiner Klassenquest. Das ist hier ein bisschen weiter entfernt. Das ist hier die Straße ein Stückchen. Früher habe ich immer diesen Bormu hier immer gemacht. Total sinnlos, aber. Fand ich immer oder lustig. Das Spiel, ist klar. Nee, ich fand irgendwie die Viecher ziemlich lustig. Aber die Klasse hast du noch nicht gespielt, Carsten. Sys Inquisitor? Nö. Kann ich dir empfehlen? Ja, ich hab ja noch einen 60er Token, ne? Wie, noch eins? Ja, wieso? Ich hab doch bisher noch keinen 60er Char erstellt. Ach so. Du bekommst, wenn du Premium bist, bekommst du sofort einen frei, oder was?
Ich glaube schon, ne? Okay. So. So, ich glaube, ich soll wieder zurück. Nee, soll ich nicht. Ich soll nach Sobrick. Wo ist denn das? Kann man da hinfliegen? Das ist, glaube ich, hier vor. Achso, okay, das heißt, dann porte ich mich zurück, ja? Jo. Ja. Gut. Dann mach ich das mal. Und bist du jetzt schon höher als 52, Marco? Markus? 55. Ja, dann bist du ja der 60 bald. Hello. Ja. Ich bin nicht gerade dreimal gestorben. Also ich hab's trotzdem in der Zeit. Was? Sascha, was ist? Was? Du hattest irgendwas gefragt. Waren wir nicht gemeint oder wie? Nee, alles gut. Achso, okay. Alles gut. Muss ich den hier töten? Sollen wir noch ein altes Nokia? Ha! Tot! Für immer erledigt. Oh. Was ist erledigt? Hab den Typen da getötet. Shut up, genau. Großartig. Kill him! Dürüm. Wieder am Punkt. Wunderbar. Oh, eine Robe, die ist besser als meine. Yay! Großartig. Okay, jetzt soll ich Travel to Vault 305. Das ist ganz da hinten. Das ist ganz oben. Wolltest du nicht mehr ins Discord, Schatz? Ja. Sollen wir ins Discord? Das ist jetzt... Was ist denn das hier? Ob du auch mal ins Discord müsst? Ja, aber der hat gerade eben. Das ist rechts oben, Tobi, richtig? Hat erstmal ein Update irgendwie gemacht. Das ist im Osten. Ich versuche da hinzufliegen. Links oben ins Kreuzberg, also genau. Einmal links runter. Da. Rangel und Rangel. Ja, ich kann da hinfliegen, du auch? Das ist Sandari Imperial Outpost. Links, in der Rente. Ja, ich guck gerade, was günstiger ist. Nein, ja, ich bin schon unterwegs. Warte. Nein. Es wird mir angezeigt, also, sonst habe ich da nichts. Das ist da relativ in der Nähe. Ja, aber günstiger wäre wahrscheinlich gewesen, Heldentransport zu nehmen, aber egal. Ja, jetzt bin ich ja schon unterwegs. Ah ja, da oben haben wir auch noch Quests, ja. Es sind keine... Ah doch, da ist eine Heroic Quest, ja. Defeat General Tau. Hallo. So. Haben wir dich gehört? Ja, ne? Ja, über dein Mikro. Über dein Mikro? Über mein Mikro? Ja. Schatz? Ja. Ach, geht doch. Ja, über dein Mikro. Okay, so, mit dem Typen jetzt reden, da ist der, okay. Ist der das hier? Nee, das ist was anderes, glaube ich. Ja, das ist, töte den republikanischen Vogel und bringt, ja, glaub ich. Ja, also ich
bin jetzt Richtung Norden von hier aus unterwegs. Ja, genau, du bist hinter mir, sehr gut. Welcher Weg ist am einfachsten? Der andere führt ja wieder nach Corrupted Fields. Also wir fahren jetzt hier einfach geradeaus auf die geschützte Stellung zu. Und ich würde sagen, wir lassen uns doch gleich rechts abbiegen und kurz die Hero-Quest machen. Ja, das meine ich ja gerade auch. Ja. Ja, dann müssen wir um diesen abgestürzten republikanischen, was auch immer, drumrum und dann abbiegen. Wer ist hinter der Frontlinie? Kann ich hier eigentlich auf Follow gehen? Geht das? Ja, geht. Ah, Follow Player. Ja, man ist hier gerade halt unterwegs. Er ist zu weit weg, es geht jetzt eh nicht. Hast du jetzt eigentlich mal in Diablo eine bessere Waffe gefunden, Markus? Oder immer noch nicht? Natürlich nicht. Krass, ey, du hast nicht nur eine Waffe mit Sockel, ey, das ist so viel Damage schon. Du könntest da ja zumindest einen Sockel reinpacken, dann jetzt. Ich habe nur ein Item für Sockel und wenn dann endlich die ordentliche Sauerstoff kommt, dann habe ich es nicht so. Ja, okay. Macht Sinn. Bist du eigentlich gerade, Carsten? Ich habe die Bonusquest kurz erledigt und bin jetzt auf dem Weg zu dir. Okay, ich habe hier irgendwie schon mal welche von diesen Typen getötet. Ja, wir müssen 35 davon umbringen, insofern jeder Tote zu kommen. Also ich wollte noch 4 Türme und 19 von den Sympathisanten. Ich würde mal schätzen, dass die es so übersetzt haben. Die haben so ein Schild, die Blöden. Hilf ihn aber auch nicht, wenn du ihn ins Gesicht schießt. Na, nicht so ganz. Ich hab meinen ja auf Heilung gestellt, deiner ist auf DD, oder? Oder willst du ihn auf Tank stellen? Du kannst ja deinen mal auf Tank stellen. Mal gucken, wie der sich macht. Okay. Und du heilst dann mit deinem, oder was? Ja. Okay. Achso, warte mal, das gilt glaube ich gerade nicht, weil ich gerade im Kampf bin. Tank. Ah, noch so einer. So, jetzt geht's. Hallo, Paul. Guten Abend. Ja, grüezi. Genau, der Paul. Das Paul. Okay, ich hab den jetzt auf Tank gestellt, Carsten. Gucken, ob's was bringt. Wahrscheinlich brauchen wir das bei den Mobs eh nicht, aber. Gesundheit.
Schatz, dein Mikro hört man gut, ich hört man gar nicht, nur bei mir dran. Aber man hört sie ja über dein Mikro, von daher, das geht ja auch. Eher so doppelt. Doppelt gemoppelt, hält besser. Irgendwie so. Oh, ich habe ja bald ein neues eventuell. Schon wieder? Also schon wieder. Du hast dir doch erst ein neues Mikro jetzt geholt vom Pazar. Nein. Ja, es sind nicht ein paar Tage, es sind ein paar Wochen. Oder war es ein Headset, was du dir geholt hast? Nein. Der hat es, glaube ich, davon erzählt, dass du auf jeden Fall eins holen willst. Ich glaube, du wechselst die mit mir. Hast du dir eigentlich ein neues Mikro geholt? Nee, oder? Also ein Headset? Markus? Ah, klar. Ich habe gerade andere Sachen. Ja, man muss ja auch nicht sinnlos Geld ausgeben. So. Seid ihr schon zu viert unterwegs? Nee, nee, wir sind zu zweit und wenn man die beiden Companions rechnet, zu viert, ja. Aber nee, es ist Platz. Ja, ihr seid schon bei der H2-Mission. Wir machen hier diese Elite-Quest. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin auch mit meiner Klassenquest relativ weit. Von daher wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir dann einfach uns auf Nashadar dann treffen. Da gehen wir auch als nächstes quasi hin. Ja. So, jetzt haben wir hier den einen Typen. Aber du kannst ja trotzdem hier die Elite-Quest noch mitmachen. Ne, wir müssen jetzt vertürzen. Ne, ich brauche hier noch einen Moment, bis ich drin bin. Das dauert hier noch einen Moment. Okay. Ich warte noch, dass der Client endlich startet. Ja. Dann ist ja alles gut. Ich wollte mir überlegen, ob ich eventuell mit meinem. Womit? Mit meinem Agenten mal jetzt mitmache, weil da bin ich auch gerade auf Balmora angekommen, aber da kann ich natürlich auch rüber switchen auf Nashadar. Ja, Carsten ist eh auch wieder mit einem anderen Charakter mit, von daher. Kannst du es auch machen. Bei den Agenten habe ich nämlich auf Heiler geskillt. Ja, aber Heiler haben wir ja eh durch die Companions dann, oder? Ja, macht ja nichts. Aber ja gut, dann nehmen wir einen Companion als Tank. Was man hört dich nicht. Ganz, ganz leise nur. So, jetzt muss man den Typen da noch, den Boss oder was das da sein soll. Ja, der steht da irgendwo dran drum. Ich kann ihn schon sehen. Ich auch. Jetzt kriegt er eins ins Gesicht. Du hast deinen Inquisitor auch auf Lightning geskillt, ne? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und mit welchem Charakter ist Carsten jetzt unterwegs? Agent. Ach, auch mit dem Agenten. Range to D, ja. Boah, Medium Armor, blau. Toll. Und ich kann es nicht gebrauchen. Ja, kann ich einmal ein blaues Item und es ist nicht so weit. Du hast ein Scharfschützengewehr, ne? Ja. Da ja, hätte ich eventuell was für dich. Yeah, Carsten, yeah. Trägst du Leder? Nachts, ja, ein Lack und Leder. Also Medium Armor, trägst du das? Ich trag das andere. Das ja, gut, dann bringt es hier. Immer der Mikro ein bisschen lauter, bitte. Lauter. In den Einstellungen. So, jetzt einfach rausfahren und. Into the Pit, das ist eben komplett woanders jetzt. Ja, nicht so ganz. Wir müssen zum Ausgang und dann rechts rum. Irgendwo. Ja.
Ja, ja. So, wir müssen ja in diesen Vault. Ich weiß, wo der ist. Das ist so ein bisschen creepy, nervig, aber passt schon. Bei Mara, wenn man nur die Klassenquest macht, das man relativ flott durch, ja. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass du noch so viel kommt. Es gibt ziemlich viele Sidequests. Aber du brauchst eh nur 3 Level, um mit Barmara durchzukommen. Um fit für Nasha da zu sein. Wir sind da eh schon viel zu hoch, oder? Ich meine, ich bin Stufe 30. Nasha ja. Da bist du ja, glaube ich. Was ist alles? Wobei Level 30 ist für Nasha da ganz in Ordnung gewesen immer. Da ist man dann auch ganz gut schnell durchgekommen. Also auf dem Schiff wurde mir angezeigt, dass es wohl bis Stufe 19 oder so gedacht. Oder 19 bis 25 oder so, glaube ich. Bei Mara ist 16 bis 20. Ja, das kann sein. Nasha da ist 20 bis 26. Oder 24. Naja, siehst du dann. Was ist denn heute mit dem Client los? Wieso startet der nicht? Weil ich auch Probleme habe mit dem Spiel, das leckt auch tierisch bei mir. Komisch. Ihr wohnt ja beide in der ähnlichen Gegend, ne? Das ist vielleicht dies dann. Ja, gut, aber wir haben unterschiedliche Server, auf die wir reingehen. Okay. Ich habe hier noch so ein Viech, aber ich mach den kurz alleine. Wahrscheinlich auch meine Story-Quest, die dauert so ewig lange auf Fallen Plus Empire, ja. Ja gut, du hast ja auch 8 Kapitel da drin, ne? Sei da froh, sonst hättest du da auf Max-Level gar nichts mehr, außer Instanzen raiden. Aber ich muss ja irgendwie, ich muss es erst durchhaben, um wieder auf die Flotte irgendwie allgemein zu kommen, ja? Okay. Sonst komm nicht mehr auf die Flotte. Das ist doch merkwürdig. Ja, und die ursprüngliche Story Quest kannst du danach nicht wieder anfangen. Haben sich meine Augen schon verändert? Tatsächlich, guck mal. Siehst du? Kann ich nicht erkennen. Absolut, aber egal. Ja, interessiert dich auch nicht. Voll das Highlight und es interessiert dich nicht. Typisch. Ja. Die kommen ja schon wirklich zu sehr viel hier. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Kapitel ich jetzt bin. Steht das nicht im Questgeber? Im Questlog? Ich müsste es eigentlich. Kapitel, ich glaube, wenn du V und 1 einzeln hast, ist es Kapitel 7, ne? Was? V und 1, 1, ja, ist 7. 5 ist V. Plus 2 sind 7, genau. Ja. Gut, dann bin ich fast durch. Irgendwie spielen wir alle zu viele Sys-Hex, oder? Ich hab keinen Defekt. Man kann nicht zu wenige spielen, so einfach. Außer macht Carsten ja eh wieder alles kaputt. Stimmt ja gar nicht. Er spielt keinen Sys Inquisitor. Du hast ja wenigstens einen, oder Paul? Ich hab einen, ja. Siehst du? Müssen wir auf den Fahrstuhl warten. Da kommt er. Technisch ist das ja nicht die beste Klasse.
Ja, raid-technisch ist Level ja auch nur. Raid-technisch kannst du damit Halo spielen. So schlecht? Das ist zumindest das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Ne, die haben die Klassen schon etwas angepasst. Das funktioniert schon recht gut. Also das Problem ist natürlich, dass du als Sif-Hexer mehr so AOEs hast als Single-Target. Was dann so ein bisschen bei den Boss-Fights ein bisschen nachteilig ist, aber wird natürlich trotzdem gebraucht, wenn so ein Boss ziemlich viele Adds hat. Carsten, ich soll hier zu dem Vault. Das ist hier irgendwie nicht. Draußen ist ein... Ach, da. Ja, ist jetzt... Okay. Oben links musst du hin. Ja, ich versuche hier an den Viechern vorbeizukommen, dass man nicht alles hier triggert. So, alles halb so wild. Einfach durchrauschen, habe ich auch gemacht. Ja, ist was am Ende. Sie schießen einen aber ab. Ich laufe jetzt einfach durch. Kann ich mich irgendwie so positionieren? Hallo Punisher, es kann aber nicht an mir liegen. Bei anderen läuft der Stream normal. Nee, bei uns auch nicht. Ja, es liegt aber an deinem Internet. Ja. Also bei mir läuft er diesmal interessanterweise ziemlich glatt. Tja. Tut mir auf jeden Fall leid, aber kann ich wenig machen. Ich könnte ihn nochmal kurz neu starten, das kann ich machen, aber...